die schmecken. Die schmecken so ähnlich wie die Schlümpfe geschmeckt haben. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar haben wir heute nicht die typische Loot Chest oder Loot Rider wie sonst immer. Und zwar haben wir heute die Nerd Cube. Die Nerd Cube ist auch in dem gleichen Format aufgebaut, nur dass es diese halt nicht monatlich zum Abonnieren gibt, sondern es gibt diese halt öfters mal. Die lieben Leute von Nerdcube haben mir das zugesendet und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Viele haben übrigens in der letzten Folge geschrieben, dass sie es vielleicht besser finden, wenn die so eine Ego-Perspektive haben. Das Problem ist, ich nehme das Ganze mit meiner Webcam auf, deswegen ist es ein bisschen schwer, das in der Ego-Perspektive zu machen. Gut, aber wir schnacken jetzt gar nicht lange drum rum, sondern wir öffnen das jetzt mal. Hui hui, ich sehe es vor euch. Okay, erstmal Papier. Oh, und dann fangen wir schon mal an. Und zwar haben wir hier, ich nehme es jetzt einfach von oben nach unten. Und zwar haben wir hier Haribos Minions. Geil. Also, ich meine, guck mal, Leute. Das sind so Haribo Minions. Und da probiere ich jetzt einfach mal eins. Moment. So. Oh, die sind voll weich. Die schmecken. Die schmecken so ähnlich wie die Schlümpfe geschmeckt haben. Auf jeden Fall ziemlich nice. Ich habe aber keine Ahnung, was das hier für ein Symbol ist hier. Ist das denn ein... Was ist das denn? Es ist ja auf jeden Fall mal kein Euro und kein Dollar. Deswegen bin ich gespannt, wo es herkommt. Und Kamera fokussiert bitte wieder. Super, und da sind wir wieder fokussiert. Und da mache ich einfach mal weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben hier so ein Magic 2-Spieler-Game. Booster Battle Pack. Ich öffne das jetzt einfach mal. Solo. Ich meine, ich weiß es selber nicht, was da drin ist. Okay. Auf jeden Fall sind da Karten. Ist das so eine Karte? Oh, nice. Sehen aus wie Yu-Gi-Oh! Karten. So. Ich kann euch das hier jetzt nochmal zeigen. Sehen eigentlich aus wie Yu-Gi-Oh! Karten. Unterscheidet sich jetzt nicht sonderlich. Hier so. Vielleicht sieht man es so besser. Sehen aus wie Yu-Gi-Oh! Karten. Werde ich vielleicht mal in den nächsten Tagen mir genauer anschauen und dann irgendwie euch erklären können, was das Ganze denn so ist. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir hier so Würfel. Classic Elven Dice. Ah. Okay. Wenn jemand weiß, von welchem Spiel die sind, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Guck mal, da hinten ist so eine Beschreibung oben. Vielleicht kann man es von hier sehen. Da steht Tribal, Fuge, Elven, Steampunk, Zwerge. Oh, so. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich damit tun soll, aber ich... Also wenn ich weiß, wie das funktioniert, dann kann ich das Spiel vielleicht auch mal spielen und das dann vielleicht mal aufnehmen. So, wo sind wir denn beim nächsten? Beim nächsten haben wir hier ein Buch. Ja, es ist auf jeden Fall ein Buch. Und es sind Bilder enthalten. Das ist ja immer sehr wichtig, ne? Hauptsache ein Buch mit Bildern. Das heißt, in den Fängen der Seehexe. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht kennt. Das Buch hier. So. Ich mach's jetzt einfach mal so. In den Fängen der Seehexe. Nice. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es lesen werde, weil ich generell nicht so der Lesefan bin, aber ja, mal schauen, vielleicht kann ich es ja irgendwann auch mal verlosen oder so, mal schauen. Dann, was haben wir hier denn noch drin? Oh, das war's ja schon. Dann haben wir hier noch so Premium Card Sleeves, also so Kartenverpackungen. Davon sind hier noch extrem viele, also... Moment, ich nehme mal so einen Stapel raus. Hier sind noch richtig total viele drin. Und das war erst vielleicht mal die Hälfte. Und ja, sonst, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier auch schon leer.
Es ist wie gesagt nicht so viel enthalten wie in der Loot Chest und so weiter, aber ihr findet alle Informationen natürlich in der Videobeschreibung. Trotzdem finde ich es eine sehr, sehr interessante Box. Ist vielleicht jetzt nicht für jeden Mann was, aber wer sich für solche Spiele interessiert und vor allem auch für sowas, wenn man was anderes bekommt als Figuren, sondern wirklich Bücher und Spiele, für den ist die Box auf jeden Fall was. Guckt auf jeden Fall mal bei den Leuten vorbei und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine positive Bewertung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne noch einen Kommentar schreiben und ich würde sagen, Leute, das war's. Haut rein, macht's gut und ciao.